Raven Software. Ja, und damit herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Diesmal direkt im Anschluss Soldier of Fortune 2 Double Helix und durch den aktuellen Patch ist es auch auf die Gold-Edition abgedatet worden. Das Spiel erschien 2 Jahre nach dem ersten Teil, 2002 nämlich, und neben PC auch noch gibt es auch noch eine Mac-Version. Und es ist für die Xbox 360 erschienen. Und seltsamerweise ist die Xbox 360-Version vollkommen ungeschnitten in Deutschland, während die PC- und Mac-Version auch wieder extrem geschnitten wurde. Das ging bei dem Teil sogar so weit, dass es in ein Paralleluniversum verlegt wurde und die ganzen Menschen durch Androide ersetzt wurden. Das heißt, die haben dann so eine gräuliche Roboterstruktur und Nieten im Gesicht. Hier wieder die englische Originalversion ungeschnitten und ich glaube diesmal, ich muss mal gerade wegen der Sprache gucken, diesmal können wir nämlich auch in Deutsch spielen, weil soweit ich weiß, haben sie diesmal die Übersetzung einständig hingekriegt. Also das heißt anständig, so haben sie halt dadurch belastet. Es müsste jetzt am Anfang, glaube ich, noch dieser Hinweis wegen dem Paralleluniversum kommen, allerdings sind dann die Charaktere alle soweit dann original menschlich, in Anführungsstrichen. So, ich glaube, genug gequatscht, dann entlasse ich euch mal ins Intro. Ich wähle hier wieder die Mitte und Spiel starten. Ja, neues Spiel bitte. Jetzt haben wir hier einmal den Ladevorgang und wir haben einen Rückblick auf Prag. Soldier of Fortune 2 Double Helix, die Gold Edition. Prague. It's been a while. The US government must want this Dr. Piotr Ivanovich pretty bad to send me here. They spent a fortune in bribes and false documents just to get me this far. I guess it makes more sense to send in a lone Irish businessman, a shoe salesman at that, than a SEAL team. No loose ends, and no chance of starting a war. The government's all about plausible deniability these days. Can't say that I blame them. Intelligence reports that Dr. Ivanovich is one of the Soviet Union's top biopreparate scientists. The FBI's been keeping tabs on him for years. Seems after all this time the good doctor wants out. My sources tell me he's in fear for his life and wants to defect. He's offering information about Soviet biopreparate activities in exchange for extraction, and ultimately his freedom. That's where I come in. I'm told that Dr. Ivanovich is being held in the Morovia Grand Hotel, a safe house for scientists, government officials, and other members of the intelligentsia. The place is heavily guarded. Hell, it's a fortress. This won't be easy, especially since I'm unarmed. I'll have to do this quietly, at least until I can meet my contact and secure a firearm. Предъявите пропуск. Ну вот я раз, я только вчера здесь был. Ну может пропустишь, а? Чего? Ваш пропуск. Ну не волнуйся, она, наверное, где-то здесь в машине. Но мне только разгрузить нужно в парке и все. Ты знаешь правила. Без пропуска проезд воспрещен. Уверен? А где это здесь? Ну минуточку. Ладно, проезжай. Keep the change. Пока. You dropped your briefcase. How careless of me. Thank you. Don't mention it. No, I think you should visit a cafe across the street. I hear Zipolevka is quite good.
Good evening, sir. Would you care for something to eat? I'd like to try the Polevka. Perhaps you would prefer Svikova instead? No, thank you. The Polevka was highly recommended. Excellent. Polevka it is. Follow me. Sorry we couldn't get you more firepower, Mr. Mullins. It's the best we could do. This is okay, yes? This'll be fine. I need to be getting back to work. You can let yourself out the back, The Hotel Prague is just down the street. I wouldn't recommend going in the front door, though. I'd look for a different way in. Thank you for your help. I'll be seeing you soon. Godspeed to you, Mr. Mullins. Goodbye, and good luck. Ja, das war's dann, das Intro, wie wir nach Prag gekommen sind. Und hier sind unsere Missionsanweisungen. Sie wurden nach Prag entsandt, um Dr. Petro Ivanovic zurück in die Vereinigten Staaten zu bringen. Dr. Ivanovic ist ein Biopräparatwissenschaftler, der in den Westen überlaufen will. Sie werden als irischer Schuhverkäufer auftreten. Finden Sie Dr. Petro Ivanovic und bringen Sie ihn um jeden Preis sicher aus dem Land. Ja, und wie wir sehen, diesmal haben sie auch mit dem Intro sich etwas mehr Mühe gegeben. Also das andere Intro war jetzt nicht schlecht, aber da war jetzt hier wohl scheinbar wesentlich mehr Geld hinten dran. Grafisch hat sich halt auch nochmal einiges getan. Aber gut, 2 Jahre später kann man das dann auch erwarten. So, und wie wir sehen, hat John Mullins seinen Schnurrbart verloren. Ist auch ein wenig gealtert, wie es scheint. Dann gehen wir doch mal zurück zum Spiel. Da sehen wir das Hotel Prag und wir sind jetzt aus dem Hinterausgang raus. Noch in Zivil im Moment. Okay, dann geht's los. Wir haben eine Waffe. Da haben wir schon den ersten Gegner rumlaufen. Den schnappen wir uns doch gleich mal. Ja, von der, hier vom HUD sollte es auch... Wir können den Feuermodus auch noch irgendwie umstellen, aber ich glaube, Einzelschuss ist im Moment ganz gut mit der Pistole. Oben rechts, was wir im Magazin haben, unten darunter. Dann haben wir jetzt hier 2 Wachen. Ja, komm, hier, rauchen schadet. Na, ja, und schon wieder daneben geschossen. Jetzt haben wir eine neue Waffe aufgenommen, und zwar hier die Maschinenpistole. Kommen wir denn... Ne, hier geht's nicht weiter. Ich bleib mal gerade bei der Pistole. Ich glaube, die ist auch in Entfernung gar nicht so schlecht. Oh. Da war wohl ein Gastank dahinter. Und jetzt haben wir Alarm ausgelöst. Ach ja, ich und Schleichen. Klappt mal wieder wunderbar. Zumindest wenn ich aufnehme. Ja, 2 Anläufe gebraucht, um mal drüber zu springen. Na Gott, jetzt endlich. Autsch, was war das denn? Das war eine Granate, wie es scheint. Okay, aufpassen, die Gegner werfen auch Granaten. Und versuchen wir es nochmal. Ja, das kennen wir schon. War ich jetzt zu spät mit dem Überspringen? Ah ne, doch, geht. Nur die falsche Taste gedrückt, so. Ach, ich
habe heute, glaube ich, nicht genug Zielwasser getrunken. Dann schalte ich jetzt mal direkt auf die MG. So. Der ist nämlich jetzt auch auf uns aufmerksam geworden. Oh, sind beide schon da. Wie ihr seht, das Fadenkreuz, je nachdem wie oft wir mit der schießen, wird das halt größer. Das heißt, die wird ungenauer. So. Damit werden die weg. Ich nehme die Munition noch mit. Und kümmere mich jetzt um die Wachen, die hier kommen. Den zuerst mal. Dann euch. Ja, Dauerfeuer ist jetzt leider nicht mehr. Deswegen sollte ich auch mit der mal ein bisschen vorsichtiger sein. Hat jetzt auch ein bisschen was an Munition gekostet, aber wir haben jetzt hier zum Glück wieder was. Oh, da ist noch jemand. Okay, die werden erledigt. Hier mit eurer Munition. Hier ist niemand. Weiter geht's. Ja, das... keine Ahnung, wer da geschossen hat. Aber es werden zumindest auch noch Granaten geschmissen. Kommen wir da rein? Nein. Ach, da oben. Dann erledigen wir den. Ach, und da hinter uns ist jetzt... Ist der wieder... Hinter uns gespawnt, oder was? Und uns fliegen eine ganze Menge Granaten hier um die Ohren. Ach, da oben ist auch noch einer. Jetzt nicht mehr. Hm. Oh, schon wieder Granaten. Autsch, und die hatten es erledigt. Boah, ich muss mit den Granaten, muss ich echt aufpassen. Die sind heftiger, als ich erwartet hätte. Wie es scheint, haben sie auch den Schwierigkeitsgrad mal etwas angezogen. Also, beim ersten Teil konnten wir ja noch locker auf normal durchspazieren. Ziemlich zumindest. Jetzt klappt das auch schon mal etwas besser. Ich sollte mir ein bisschen mehr Zeit beim Zielen lassen. So, jetzt guck, ob ich die ausschalten kann ohne... Au, 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 au. So, Deckung. Okay, irgendwie machen sie jetzt nichts mehr. Aber diesmal haben wir das Fass hier wenigstens nicht, oder den Tank nicht zum Explodieren gebracht. Vielleicht kommen wir jetzt etwas besser hier durch. Ja, dich kennen wir ja schon. Die nächsten, bitte. Ja. Lohnt sich, glaube ich, doch hier ein bisschen vorsichtig vorzugehen. Der hat uns scheinbar noch nicht bemerkt. Da ist jetzt der Typ oben, glaube ich, rausgekommen. Und? Na, na, na. Wo ist er? Da hat uns der Sniper entdeckt. Der hat uns auch entdeckt. So. Den hole ich hier mal runter. Und, was ist das denn? Ja, ich gehe mal in Deckung. Das hat mir jetzt gerade gar nicht gefallen. War das eine Blendgranate? Würde ich fast sagen. Ich speichere jetzt hier mal gerade. So, neuer Spielstand. Genau, ich habe noch zwei Speichermöglichkeiten. Okay. Die haben sie wohl scheinbar auch reduziert. So, dich will ich jetzt ganz gerne mal erledigen da oben. Oh, war eine lange Todesanimation jetzt. Ja, er ist tot. Ich dachte gerade schon. Okay, dann gehen wir mal hier weiter mit... Na,
dem. Hier ist niemand mehr. Hier sieht es auch relativ leer aus. Ich glaube, die haben sich gerade selber in die Luft gesprengt, so wie das hier aussieht. Ah. Na, komm raus. Lauf mal in meine Schüsse rein. Oh, noch einer. Der lebt sogar noch. Ne, lebt nicht mehr. Es war wieder nur so eine lange Todesanimation. Oh, 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 die nächsten Gegner. Sind die schon wieder hinter mir gespawnt? Der ist schon mal getroffen. Aua, aua, aua. Dem haben wir die Waffe aus der Hand geschossen und genau wie im ersten Teil werde ich hier keinen Überlebenden zurücklassen. Einmal böse, immer böse, kennt man ja. Oh, Lebensenergie, sehr schön. Und diesmal können wir die auch nicht mehr mittragen, das heißt wir ja, müssen die dann an Ort und Stelle aufnehmen. Oder es gibt nochmal extra Medipacks. Das hat viel gebracht. Ja, komm, räum du mal eine Runde auf. Und jetzt komm, zeig dich. Er zeigt sich nicht. Da. Die zeigen sich aber. Und sind erledigt. Gut. Ohne Treppe. Ach, ich muss gedrückt halten, um die Tür aufzumachen. Faszinierend. Oh, noch einer. Also einfach Knopfdruck auf Türen. Scheint nicht mehr so zu gehen. Hier unten ist auch nichts mehr. Ja, wie schon gesagt, der Schwierigkeitsgrad scheint ein wenig gestiegen zu sein. Erledigen wir noch. Sollte aber, denke ich, kein Problem darstellen. Hoffe ich zumindest mal. Gut, wir sind noch jetzt mehr oder weniger auf dem Dach. Hier haben wir wieder Lebensenergie. Und Munition. War also doch kein Scharfschütze. Oh, 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 der trifft uns trotzdem. Gut, dann können wir das zweite Medipack auch noch nehmen. Und ich gehe mal gerade hier rüber. Werde gerade voll getroffen. Na gut, da oben auf dem Ding hast du auch keine Deckung. Na, der kommt angehumpelt. Kopfschuss. Da ist eine Tür aufgegangen. Na? Zack. Erledigt. Die Munition nehme ich an mich. So, 43. Ah, die haben also Pistole und das MG haben also die gleiche Munitionsart. Auch gut zu wissen. Können wir hier rein? Nee. Aber wir können klopfen. Cool. Dann über den Laster drüber auch nicht. Mit Anlauf? Ne. Können wir den wegschieben? Aber wir können hier drüber, wie es scheint. Doch nicht. Duckjump? Nö. Okay, hier ist also Sackgasse. Messer. Und hier ein Lüftungsschacht. Aber da, das ist doch viel zu klein, um da durchzukommen, oder? Ja. Da passen wir nicht durch. Gegner? Irgendwo? Oh, Granate. Ah, und die hat uns zerlegt. Gut, dann machen wir hier mal einen Folgenstopp. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Und ihr seid auch weiterhin mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.